Herzlich willkommen zu diesem Weihnachtsgottesdienst in deutscher Sprache. Wie viele sprechen Deutsch hier in der Gemeinde? Wie viele verstehen mich jetzt? Nicht so viele. So welcome to this German language Christmas service. Things will get going in German here in just a moment. Let me just make a couple of announcements and thank you for coming today. This is, I think, our 21st or 22nd year of this, believe it or not. And what's happening today is that we are going to have a service that consists of music for singing, and the German lyrics will be up there. And all you do is follow along and sing your heart out, okay? It's no problem at all. It'll be great. And we'll be up here singing and kind of guiding you in the pronunciation. Just do what we do, okay? And you'll be fine. And then we also, well, you know, there will be an offering during the service, which is obviously voluntary, and that we always split the proceeds between the YWCA Center for Safety and Empowerment and Doorstep Incorporated, which provides food and clothing to people in the central Topeka area. So we try to choose things that are of community interest. And then afterwards, after the service, can you smell the aromas already? There is a really nice dinner that's planned downstairs, and so we invite you all to that as well. So we hope that you'll stay for dinner and chat in German, as we just started doing here. So anyway, so it's practice now. Ready? So let us begin. So we're going to sing. Wir singen jetzt unser erstes Lied. Lobt Gott ihr Christen alle gleich. So praise God, all Christians together, is the name. If you think there's a lot of verses here, don't worry, they go quickly. And you're welcome to stay seated. You don't have to get up and down unless you have a Fitbit and need the exercise. So you follow along up here. Let's get started. Jetzt werden wir ein Aufruf zum Gottesdienst sprechen im Wechsel. We're going to speak responsively now, and so everything in the bold print is your part.
And so just respond in German when I read mine, okay? Kommt aus dem Osten und aus dem Westen, aus dem Norden und aus dem Süden. Kommt und feiert den Neugeborenen, den erwarteten Messias, Immanuel, Gott unter uns. Sehr gut. Die Deutschen sollten sich etwas verteilen, damit die anderen sich an sie anlehnen können. So, sehr gut. Also wo steht Gemeinde, da müssen Sie nicht Gemeinde sagen, das heißt nur, Sie sind die Gemeinde. So wherever it says Gemeinde, that's you. That's you. So, kommt und singt dem Verheißenen ein neues Lied. Denn dieser, unser Erlöser, wird Frieden bringen und all denen, die da trauern, Trost spenden. Kommt, bereitet dem Christus den Weg. Die Täler werden erhoben und die Berge geebnet werden. Die Herrlichkeit unseres Gottes wird sich offenbaren und jeder wird schauen das Wort, das da Fleisch geworden ist. Kommt und stimmt ein in den Chor der himmlischen Heerscharen. Kommt, lasst uns singen von der Freude, die nicht nur verheißen wurde, sondern auch gekommen ist und einmal endgültig wiederkommen wird. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Denn heute feiern wir die Geburt des Kindes, das da heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr, dass du uns wieder einmal in dieser Jahreszeit zusammengeführt hast, dass wir den Lob und den Preis, den dir in deutscher Sprache über die Jahre gespendet worden ist, hier wieder erklingen darf. Wir kommen hier mit vielen Gedanken und mit vielen Erinnerungen, aber auch mit Sorgen. Und wir bitten, dass du bei uns bist in diesem Gottesdienst und dass du unsere Herzen mit Freude füllst. Amen.
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wurde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit gewesen. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Stärke, der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Frucht des Herrn. Thank you.
Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Herden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede für uns. Thank you.
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasset uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Thank you.
Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande zur Zeit des Königs Herodes. Siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Da das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem und ließ versammeln alle hohen Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk. Und er forschte von ihnen, wo der Christus sollte geboren werden. Und sie sagten zu ihm: Zu Bethlehem im jüdischen Lande. Denn also steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist mitnichten die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sei. Da berief Herodes die Weisen heimlich und erkundete mit Fleiß von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und wies sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass ich auch komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stand oben über, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an
und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Alle Könige werden vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Er wird gnädig sein den Geringen und Armen, und den Armen wird er helfen. Er wird sie aus Bedrückung und Frevel erlösen, und ihr Blut ist wert geachtet vor ihm. Wie schon gesagt, die heutige Kollekte, wie in vergangenen Weihnachtsgottesdiensten auch, ist bestimmt für Doorstep und the Center for Safety and Empowerment at the YWCA. We thank you for your generosity.
Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Was geworden ist, in ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Kommt, die ihr hart arbeitet, ohne dass ihr die Frucht eurer Arbeit zu schmecken bekommt. Seht, der Stern eurer Erlösung ist aufgegangen. Gott mit uns ist geboren, das Kind in der Krippe ist unsere Hoffnung. Kommt, die ihr zittert inmitten des Terrors, ruht euch aus von eurem Schrecken. Unser Erlöser ist erschienen. Gott mit uns ist geboren, das Kind in der Krippe ist unsere Friede. Kommt, ihr einsam lebt, ohne irgendwelche Lieben nahebei. Ihr braucht nicht länger einsam sein. Gott mit uns ist geboren, das Kind in der Krippe ist unsere Liebe. Kommt, die ihr ermattet seid vom Trubel der Jahreszeit. Ergreift die erquickende Freude dieses Festes. Gott mit uns ist geboren, das Kind in der Krippe ist unsere Freude. Halleluja, Christus ist hier. Du kannst mir sehr gefallen.
mein Kleid soll mich was lehren. Just so you know, after we leave, we'll go downstairs, those of you who wish to, and you just go straight ahead through the doors downstairs and follow your way back into the space beneath this one. This is why you can smell all this lovely food, because it's right underneath us. If you need an elevator, just go out those double doors you came through, turn right down the hallway, go halfway down the hall, and there will be an elevator on your right, and just retrace your steps as though you were coming back here, one level below, and you will follow your nose. You'll find it. Also, if you don't want to stay for dinner, know that you can take it with you. So we both have dine-in and carry-out for your convenience. So. Und nun geht hin und verkörpert die gute Nachricht in aller Welt. Let us go out into the world and embody the good news for all the world. Wiegt das heilige Kind in euren Herzen. Let us rock the holy child in our hearts. Das Kind, das für die Armen und für die Entrechten steht und streitet. The child who for the poor and for those whose rights are trampled takes a stand and does battle in the world. Geht hin und folget ihm im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So let us go forth and follow him in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Thank you.
an die Tele-